Ja, vielen Dank für die Einladung. Die Frage, was Antisemitismus eigentlich ist, treibt vielleicht nicht nur, aber auf jeden Fall die Antisemitismusforschung mittlerweile seit einigen Jahrzehnten um. Es gibt eine ganze Reihe von Zugehensweisen darauf, dem Ziel der Definition oder einer Annäherung an eine Definition, was Antisemitismus eigentlich ist, nahezukommen. Mittlerweile unzählige historische Studien, die versuchen, diese Frage zu klären. Eine ganze Reihe empirischer Arbeiten, die auch sich um Aufklärung dieser Frage bemühen. Und aber eben auch eine Reihe von theoretischen Versuchen aus dem Bereich von Politikwissenschaft, Soziologie und auch Psychologie, die versuchen, eine Antwort zu geben auf die Frage, was ist Antisemitismus? Ich habe mich auch versucht, mit dieser Frage zu beschäftigen und mit dem relativ heterogenen Material der Theorien auseinandergesetzt. Deshalb heterogen, das wissen alle von Ihnen, die schon mal in irgendeine Antisemitismus-Theorie einen Blick geworfen haben. Nimmt man noch eine zweite zur Hand, stellt man plötzlich fest, ganz offenkundig ist der Gegenstand ein ganz anderer. Der Blickwinkel ändert sich, die erkenntnistheoretischen Hintergründe der Autorin oder Autoren weichen stark voneinander ab und man hat bisweilen das Gefühl, dass der eine theoretische Ansatz, zum Beispiel aus psychologischem Kontext, gar nicht mit einem philosophischen oder politiktheoretischen in Beziehung zu setzen ist. Das habe ich nun versucht, im großen Anlauf in diesem Buch Antisemitismus als negative Leitidee der Moderne, sozialwissenschaftliche Theorien im Vergleich, das am kommenden Montag im Buchhandel erscheint. Wen es interessiert, vorne auf den Tischen liegen noch ein paar Flyer aus mit Hinweisen zu dem Buch und ich werde das heute selbstverständlich in arg komprimierter Form hier auch versuchen. Nämlich versuchen, das ist schon die erste Unterstreichung, eine Skizze zu formulieren, wie man denn unterschiedliche theoretische Ansätze aus dem sozialwissenschaftlichen Bereich, und ich beziehe da explizit die Psychologie mit ein, also wie man unterschiedliche theoretische Ansätze aus dem sozialwissenschaftlichen Spektrum zu einer integrativen Theorie über Antisemitismus in Beziehung setzen kann, wie sich eben Annahmen, die am Individuum orientiert sind, wie das die Psychologie logischerweise tut, eigentlich mit strukturtheoretischen Überlegungen oder anderen abstrakten Ansätzen verbinden und vermitteln lassen. Das versuche ich jetzt hier, wie gesagt, als eine Skizze. Mehr kann es, glaube ich, erstmal nicht sein, weil es ist im Prinzip jetzt, wie gesagt, in der Antisemitismusforschung der erste Anlauf, eine solche Vermittlung vorzunehmen. Ich gehe dabei zunächst mal von der Grundannahme aus, die ich mir bei Max Horkheimer und Theodor W. Adorno geborgt habe, dass Antisemitismus nicht nur eine allgemeine Theorie oder ein Aspekt der bürgerlichen Vergesellschaftung ist, sondern dass man eine Theorie des Antisemitismus als Theorie der bürgerlichen Gesellschaft selbst begreifen muss. Antisemitismus und Moderne, Antisemitismus und bürgerliche Gesellschaft gehören in diesem Verständnis, da folge ich wie gesagt Horkheimer und Adorno, unmittelbar und unauflöslich zusammen. Und der moderne Antisemitismus hat die Aufklärung genauso zur Bedingung wie zur Grenzsetzung. Die durch die naturwissenschaftliche Emanzipation geschaffene Möglichkeit zur Barbarei beinhaltet zugleich auch in Form der Religionskritik das Potenzial zur Selbstreflexion und kritischen Aufhebung. Erinnert sei noch einmal an den Grundgedanken der Dialektik der Aufklärung von Horkheimer und Adorno, der ja genau darin besteht, dass die Aufklärung die Emanzipation von der Unmündigkeit, wie Kant das gesagt hat, der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit ist, also eben die Emanzipation von der Religion, aber die Religion im Prinzip ersetzt durch einen neuen Glauben, den Glauben an die Naturwissenschaft. Und genau darin liegt die Dialektik, einerseits die Möglichkeit zur Selbstreflexion durch die Emanzipation von der Religion zu schaffen, aber andererseits dadurch, dass naturwissenschaftliche Erkenntnis an ihre Stelle tritt, auch wiederum die Voraussetzungen und die Wirklichkeiten für die Barbarei bereitzustellen. Das dabei begründete dialektische Verhältnis von Zivilisation und Natur, das Horkheimer und Adorno in den Satz „Zivilisation ist der Sieg der Gesellschaft über Natur, der alles in bloße Natur verwandelt“ gefasst haben, beinhaltet dabei Natur gleichermaßen als Bedingung wie als Notwendigkeit
als Voraussetzung wie als Zwang, als Ausgangs-, aber eben auch als Endpunkt aller Versuche zur Etablierung einer allgemeinen Vernunft im Unterschied zu dem, was Horkheimer an anderer Stelle instrumentelle Vernunft genannt hat, die Logik des Zwecks, die formale Logik, könnte man auch sagen. Genau in dieser Dialektik ist Horkheimer und Adorno zufolge auch der Kern antisemitischer Welterklärungsversuche zu sehen. Das Natürliche wird durch Zivilisierung zerstört und in diesem Zerstörungsprozess, da es sich nicht um eine Aufhebung, sondern eben um eine Eliminierung handelt, wiederum in schroffe Natur und damit direkte und unmittelbare Gewaltform verwandelt. Der gesellschaftstheoretische Schlüssel dieser Annahme ist das Verhältnis zwischen Individuum und Gesellschaft über das Medium des Triebes in seinem psychologischen Verständnis vermittelt, also die Verortung des Menschen in seiner ersten und zweiten Natur, also seiner biologischen Natur, genauso wie seiner sozial geschaffenen und sozial konstruierten Natur. Den Kern des Antisemitismus, den Horkheimer und Adorno letztlich als psychologisch zu begreifendes Phänomen fassen, bildet deshalb auch der unerhellte Trieb, wie sie das sagen, der sich zwar individuell ausdrückende, aber kollektiv ausagierende Wunsch nach einer Identität der psychischen Instanzen, das, was man aus der Psychoanalyse Es, Ich und Über-Ich nennt, man könnte es auch umgangssprachlicher nennen, die Triebwünsche auf der einen Seite, die moralische Instanz auf der anderen und das dazwischen regulierende Ich im Mittelpunkt. Dieser Wunsch nach Identität dieser Instanzen muss allerdings angesichts der Triebbeschränkungen der bürgerlichen Gesellschaft unerfüllt bleiben. Er muss unerfüllt bleiben. Der moderne Antisemitismus bedurfte, so paradox das vielleicht klingen mag, der Aufklärung, um überhaupt in Barbarei umschlagen zu können. Er ist zugleich die Wahrheit der modernen Gesellschaft wie ihre Verneinung. Der moderne Antisemitismus hat dabei den religiösen Antijudaismus, der zwar in seiner Zielrichtung willkürlich, aber keineswegs zufällig war, in sich aufgenommen und kann damit, wie Yehuda Bauer das gesagt hat, sein christliches Erbe nicht leugnen. Mit Bezugnahme auf Freud kann man dabei festhalten, dass der Antisemitismus bzw. der Judenhass seinen theologischen Ursprung im Christentum hat und dieser unbewusst in einer Reihe von christlichen Metaphern und Mythen in den antisemitischen Fantasien weiterleben. Denken Sie an eine Reihe von Beispielen, die wir momentan vor allen Dingen aus der arabischen Welt in diesem Zusammenhang auch wieder präsentiert bekommen. Die tiefere Ursache für die Projektionsorientierung auf den Juden liegt in den Differenzen von Christentum und Judentum, dem kleinen Unterschied. Das heißt, die Ursprünge des Antisemitismus sind im Kern weitgehend zunächst mal religiöser Natur, da der jüdische Monotheismus dem Menschen die Illusion genommen hat, Gott sein zu können. Doch formiert sich der Antisemitismus zugleich eben angesichts der bis zur Massenvernichtung getriebenen Barbarei als Zweifelsfall pathologischer Versuch zur, wie Freud das gesagt hätte, Schiefheilung dieser Kränkung als Ausdruck antisemitischer Fantasien, als, mit Adorno gesprochen, Gerücht über die Juden und nicht als reale Auseinandersetzung mit der jüdischen Religion oder der Geschichte des Judentums. Antisemitismus kann deshalb auch nur durch eine Analyse eben des Antisemitismus und der Antisemitinnen und Antisemiten begreifbar gemacht werden und nicht durch eine Auseinandersetzung mit dem Judentum oder der jüdischen Geschichte. Damit ist es weder Zufall, dass der Antisemit sich für seinen antisemitisch projektiven Wahn den Juden ausgewählt hat, noch zutreffend, dass der Antisemitismus etwas mit realem jüdischen Verhalten zu tun hat. Der antisemitische Begriff vom Juden ist als irrational anzusehen und kann insofern auch nicht durch konkrete Erfahrungen verändert werden. Der Antisemit sei der Auffassung, so hat Otto Fenichel das formuliert, dass der jüdische Gott und damit auch der Jude der Teufel und der Antichrist sei, das böse antigöttliche Prinzip, auf dessen Grundlage Gott ans Kreuz geschlagen worden sei. Die Frage, warum der Jude diese funktionale Rolle für die Projektion des Antisemiten eingenommen hat, ist dabei mit Freud durch einen Blick auf das historische Verhältnis von Judentum und Christentum zu beantworten. Ich zitiere jetzt etwas länger Sigmund Freud aus seiner Schrift Der Mann Moses und die monotheistische Religion. Da heißt es, die tieferen Motive des Judenhasses wurzeln in längst vergangenen Zeiten. Sie wirken aus dem Unbewussten der Völker. Ich wage die Behauptung, dass die Eifersucht auf das Volk, welches sich für das erstgeborene bevorzugte Kind Gottvaters ausgab, bei den anderen heute noch nicht überwunden ist,
so als ob sie dem Anspruch Glauben geschenkt hätten. Ferner hat unter den Sitten, durch die sich die Juden absonderten, die der Beschneidung einen unliebsamen, unheimlichen Eindruck gemacht, der sich wohl durch die Mahnung an die gefürchtete Kastration erklärt und damit an ein gern vergessenes Stück der urzeitlichen Vergangenheit rührt. Und endlich das späteste Motiv dieser Reihe, man sollte nicht vergessen, dass alle diese Völker, die sich heute im Judenhass hervortun, erst in späthistorischen Zeiten Christen geworden sind, oft durch blutigen Zwang dazu getrieben. Man könnte sagen, sie sind alle schlecht getauft. Unter einer dünnen Tünche von Christentum sind sie geblieben, was ihre Ahnen waren, die einem barbarischen Polytheismus huldigten. Sie haben ihren Groll gegen die neue, ihnen aufgedrängte Religion nicht überwunden, aber sie haben ihn auf die Quelle verschoben, von der das Christentum zu ihnen kam. Zitat Ende. Vielleicht angemerkt sei noch, dass Freud das im Jahr 1939 geschrieben hat. Der jüdische Monotheismus hat im Unterschied zu heidnischen Religionen, die aus schützenden Gottheiten, vor allen Dingen mütterlichen Gottheiten, bestanden, durch die Besetzung des Vaters als Objekt die Religion verfinstert und ihnen die mütterliche Wärme beraubt. Die stärkere Einbeziehung des mütterlichen Elements wiederum im Christentum, in dem der Sohn die Mutter wiedergefunden hat, hat schließlich zur Entfachung eines jüdisch-christlichen Konflikts im Unbewussten geführt. Das Christentum, das sich quasi als junges Geschwister des Judentums ebenfalls eine monotheistische Weltauffassung gab, hat die einschneidende narzisstische Kränkung durch das Judentum, das dem Menschen eben die Illusion genommen hat, selbst Gott sein zu können oder wie Gott sein zu können, nicht reflektiert, wobei Antisemiten sich nicht mit dem strengen Gesetz, das nach der symbolischen Ermordung des Urvaters angenommen wurde, identifizieren, sondern mit dem Vater selbst. Sie haben nicht die abstrakte, strenge Gleichheit, wie das Judentum verinnerlicht, sondern die konkrete Macht und die eben auch in dieser konkreten Macht immer liegende Willküroption einer Autorität, die nicht an das strenge Gesetz gebunden ist, sondern an die eigene autoritäre Situierung. Zugleich liegt in der Faszination dieser totalen Macht auch sowohl die Angst vor dieser, wie die vor dem eigenen Macht- und Statusverlust, die im Antisemitismus in der Vorstellung des Mächtigen wie Machtlosen, psychoanalytisch könnte man sagen, des kastrierenden wie kastrierten Juden mündet, auf das Bela Grünberger und Sigmund Freud aufmerksam gemacht haben. Aggression und Destruktion sind dabei unbewusster Ausdruck eines narzisstischen Verschmelzungswunsches. Die antisemitische Fantasie artikuliert sich psychologisch eben im Wechselverhältnis aus Kastrationsangst und Kastrationsdepression, wie Freud das formuliert hat. Also aus der Angst, könnte man mit Talcott Parsons soziologisch sagen, aus der Angst vor Verlust von Anerkennung, Liebe oder Status oder als Reaktion auf genau diesen Verlust. Das ist das, was die Soziologie dann relativ breit und breit rezipiert soziale Deprivation später genannt hat. Wobei erstgenannte Angst eher zu aggressiven und letztgenannte Depression eher zu defensiven Ausagieren dieser Konflikte führt. In Aufgreifung der Annahmen des eben schon erwähnten Talcott Parsons von Jean-Paul Sartre, abermals Horkheimer Adorno und Hannah Arendt über die konkrete Ausgestaltung eben dieser antisemitischen Projektionsorientierung gegen die Juden, ist dabei zu betonen, dass durch die Totalisierung der modernen Gesellschaft und damit die prinzipielle Austauschbarkeit durch die warenförmige Verwandlung allen Lebens die Projektionsfläche des Antisemitismus letztlich instrumentell und willkürlich geworden ist. Das, was Horkheim und Adorno Ticketmentalität genommen haben, äußert sich in einer verdinglichten Form der Weltwahrnehmung, die auf Austauschbarkeit, Beliebigkeit und Willkür hin orientiert ist und von einem erheblichen Maße an Desinteresse und Empathielosigkeit gegenüber anderen gekennzeichnet. Dass sich das antisemitische Ressentiment keineswegs nur auf Jüdinnen und Juden beschränkt, sondern wie vor allen Dingen Sartre das bereits 1945 betont hat, in der antisemitischen Vorstellung prinzipiell fast jeder und jede diese Funktion einnehmen kann. Erinnern Sie sich daran, dass der Nationalsozialismus selbst darüber entschieden hat, wer als jüdisch zu gelten hatte und wer nicht, unabhängig von der Frage, ob dies die Menschen selbst so gesehen haben oder nicht. Also diese Möglichkeit, dass jeder in dieser antisemitischen Fantasie oder fast jeder diese Funktion einnehmen kann, ändert allerdings nichts an der historischen Tatsache, dass sich der Antisemitismus immer und auch mit barbarischer Brutalität gegen Jüdinnen und Juden gerichtet hat und auch nach wie vor richtet. Das antisemitische Weltbild wird dabei durch eine Abgezogenheit von der Außenwelt
mit einer ausbleibenden Realitätsprüfung strukturiert, bei denen Antisemitinnen und Antisemiten, das ist entscheidend, auf eine nicht vorangegangene Aktion oder Äußerung scheinreagieren. Also eben etwas, was sie unterstellen, was Juden getan hätten, beispielsweise an die unterschiedlichen, denken Sie an die unterschiedlichen Varianten der jüdischen Weltverschwörung. Der Antisemitismus generiert sich dabei immer als eine Form eben der Scheinreaktion. Er reagiert auf etwas, was es real nicht gibt oder nicht gegeben hat. Wobei als Jude oder jüdisch eben auch Menschen oder Eigenschaften deklariert werden können, die es real nicht sind. Es geht dabei um die Frage, eben das Jüdische in der Betrachtung des anderen zu sein. Weil dieser Prozess auf antisemitischer Seite mit einer Formierung einer Idee des Jüdischen stattfindet, für die eben die jüdische Kultur, Religion und auch Geschichte durchaus einen Hintergrund abgeben. Ja, Sie finden in jeder antisemitischen Verschwörungsfantasie auch Elemente, die irgendetwas mit der Religion oder Geschichte des Judentums entfernt zu tun haben. Aber diese letztlich im Antisemitismus willkürlich entstellt und auch völlig neu formuliert werden, ist aus meiner Sicht Sartre zuzustimmen, den Blick auf Weltanschauung und Leidenschaft der Antisemitinnen und Antisemiten zu lenken, um Antisemitismus überhaupt verstehbar machen zu können. In Anlehnung an Hannah Arendt kann dabei gesagt werden, dass der moderne Antisemitismus im Unterschied zu dem schon etwas skizzierten vormodernen Antijudaismus eine sich historisch entwickelnde und im 20. Jahrhundert weiter zuspitzende Abstraktionsleistung vollzogen hat, weg von den wirklich realen Jüdinnen und Juden als Projektionsobjekte hin zum völkisch fremdbestimmten Juden, der lediglich noch durch die Antisemitinnen und Antisemiten definiert wird und für den es keine hypothetische Möglichkeit mehr gibt, sich dem antisemitischen Wahn zu entziehen. Vielleicht einer der entscheidenden Unterschiede zwischen dem religiös-christlich motivierten Antijudaismus und dem modernen Antisemitismus. So falsch man auch finden mag, dass man durch Konversion einer Verfolgung entgehen könnte, bietet sie im Zweifelsfall immer noch eine Möglichkeit, der Verfolgung zu entgehen. Diese Option lässt der moderne Antisemitismus nicht mehr. Er überlässt den Jüdinnen und Juden nicht die Möglichkeit, irgendeinen Ausweg zu finden, weil eben es nicht mehr darum geht, wie sich die Menschen selbst definieren, sondern ausschließlich nur noch um die Fremdzuschreibung durch die antisemitische Brille. Damit handelt es sich Hannah Arendt folgend in der Entwicklung des modernen Antisemitismus seit dem 18. und 19. Jahrhundert um einen sich radikalisierenden Prozess, bei dem antijüdische Vorurteile und Ressentiments zunehmend von der gesellschaftlichen Wirklichkeit entkoppelt werden, bis sie schließlich zur totalen Ideologie des Nationalsozialismus als vollkommene Abstraktion geworden sind, die in den Worten von Julia Schulze-Wessel und Lars Renzmann, ich zitiere, keiner Juden, sondern nur noch Judenbilder bedarf, um den Hass auf sie loszulassen. Zitat Ende. Also klar ist, auch nach wie vor richtet sich der antisemitische Hass gegen die Juden, aber dafür sind die Juden als solche nicht mehr notwendig, dafür ist nicht mehr der reale Konflikt, die reale religiöse Auseinandersetzung notwendig, sondern nur noch das Bild, das sich gemacht wird. Die in der Wirklichkeit des 18. und 19. Jahrhunderts tatsächlich feststellbaren Konflikte, vor allen Dingen religiöser Art zwischen Juden und Nichtjuden, stellen insofern auch nicht die Ursache für Antisemitismus dar, sondern es handelt sich bei ihnen vielmehr um das auslösende Moment für einen sich verändernden Antisemitismus vom vormodernen religiösen eben hin zum modernen völkischen oder rassistischen Antisemitismus. Das heißt auch, dass nicht historische Konflikte und gesellschaftliche Differenzen zwischen Juden und Nichtjuden als Ursache zur Erklärung von Antisemitismus herangezogen werden können. Für den Antisemitismus sind nicht historische Tatsachen von Bedeutung. Das mag einem auch auffallen, wenn man Antisemiten immer wieder versucht, ihre Vorurteile durch Fakten zu widerlegen und dabei eben auf relativ manifeste Formen der Verleugnung oder Ablehnung stößt. Also nicht historische oder auch gegenwärtige Tatsachen sind von Bedeutung, sondern die Vorstellung, die sich eben die Akteure vom Juden gemacht haben. Insofern ist für Sartre der Antisemitismus auch nicht von einem äußeren Faktor her, wie zum Beispiel sozialer oder historischer Erfahrung, erklärbar, sondern lediglich durch die formulierte und damit auch fantasierte Idee vom Juden. Nicht der reale Jude, nicht das reale Verhalten von Jüdinnen und Juden, sondern die Idee des Juden, die Vorstellung, die sich Antisemitinnen und Antisemiten vom Juden machen, ist entscheidend. Auf politischer und gesellschaftlicher Ebene hat der Antisemitismus in der aufkommenden Moderne sich zunächst nur gegen die Gruppe der Juden gerichtet,
und insbesondere gegen ihre rechtliche und politische Emanzipation. Der Radikalisierungsprozess hat dann durch die immer stärker werdende Betonung allgemeiner politischer Fragen über den Antisemitismus stattgefunden, ein Prozess, den Schuler mit Volkhoff mit dem Begriff des Cultural Code, zu dem der Antisemitismus in diesem Prozess geworden ist, meines Erachtens sehr präzise gefasst hat und sich in einer Kritik am ganzen gesellschaftlichen und politischen System Bahn gebrochen, um schließlich Vorstellungen über eine grundlegend neue Gesellschaft zu transportieren, die zu entwerfen, planen und aufzubauen, die Fantasien der völkischen Bewegungen inspirierte. Also es ging nicht mehr um ein kleines, einzelnes Vorurteil oder Ressentiment, sondern der Antisemitismus wandelt sich zu einem allumfassenden Weltbild, zu einem allumfassenden Versuch, die gesamte Gesellschaft und das gesamte politische System entlang antisemitischer Vorgaben neu zu gestalten. Das Wahnhafte an diesem Prozess antisemitischer Projektion verwirklicht sich dabei in einem Vorgang wechselseitiger Verkehrung der Beziehung zwischen Individuum und Gesellschaft, einer Umkehrung des Innen und des Außens von Psyche und Sozialität. In Anlehnung an Horkheimer und Adorno über falsche Projektionen kann dabei gesagt werden, dass die antisemitische Weltauffassung nicht an einem Transformationsprozess mit gelingender Objektrepräsentanz bei gleichzeitiger Subjektanerkennung interessiert ist, sondern umgekehrt an einer wahnhaften Veränderung der äußeren Wirklichkeit mit dem Ziel der Angleichung der gesellschaftlichen Umwelt an die wahnhafte Triebstruktur des Individuums. Einfacher gesagt, der Antisemit und die Antisemitin haben ein Bild im Kopf, wie die Wirklichkeit ihres Erachtens aussieht, zum Beispiel ein Bild einer jüdischen Weltverschwörung. Und statt, dass sie die Wirklichkeit auf sich wirken lassen, also dass sie interaktiv in Beziehung treten zu der Wirklichkeit und feststellen, zum Beispiel Argumente zu finden, die dieser Vorstellung widersprechen, statt diesen Prozess überhaupt zuzulassen, versuchen sie andersrum, das Bild, das sie im Kopf haben, auf die Wirklichkeit zu drängen oder zu zwängen und die Wirklichkeit nach dieser Vorstellung anzupassen. Also es geht um eine Form, die Horkheimer und Adorno hier beschrieben haben, die die Beziehungen oder die normalen Beziehungen von Individuum und Gesellschaft insofern umkehren, als eigentlich der Weg der gelingenden Objektrepräsentanz und Subjektanerkennung genau darin bestehen würde, mit anderen Menschen und mit der umgebenden Umwelt in Beziehung zu treten und neue Informationen aufzunehmen und dabei womöglich das eigene Weltbild zu revidieren, also durch neue Informationen und Kritik etwas im eigenen Kopf bezüglich der Sicht auf die Welt zu verändern. Genau das funktioniert, sagen Horkheimer und Adorno, im Antisemitismus nicht. Da existiert irgendwann ein Bild von der Welt, nach der nur noch die Welt geformt und verändert werden soll, unabhängig davon, ob die Welt sich eigentlich genauso verhält, wie sich das im Kopf des Antisemiten gestaltet. Denn der moderne Antisemitismus vollzieht im Unterschied zum vormodernen Antijudaismus, wie gesagt, eine Abstraktionsleistung, sucht dann aber wiederum wahnhaft nach konkreten Projektionsflächen und macht Jüdinnen und Juden zum Vorwurf, gerade eben nicht konkret, sondern abstrakt zu sein, etwa in den Ausdrucksformen der Ware oder des Geldes. Antisemitinnen und Antisemiten lehnen dabei bestimmte Abstraktionen der bürgerlichen Gesellschaft, insbesondere Formen modernen Eigentums wie Geld und Aktien ab, da diese dem Vernunftwesen nahestünden und somit der abstrakten Intelligenz des Jüdischen verwandt seien. Auch das finden Sie in einer Reihe von Bildern und Fantasien über Finanzkapital, entsprechende Verbindungen von Antisemitismus und Anti-Amerikanismus in Bezug auf die Börse und ähnliche Vorstellungen, die da eine Rolle spielen. Sie kennen sicherlich alle dieses Stereotyp, das auch schon in dem Sinne von Schuler mit Volkhoff zum Cultural Code geworden ist, der Ostküste, das sozusagen kommuniziert werden kann, ohne dabei noch konkret zu benennen oder beziehungsweise in antisemitischen Kreisen kommuniziert wird, ohne noch konkret das Ganze in Bezug auf Judentum benennen zu müssen, weil es sich so verselbstständigt hat als Bild. Und genau diese Formen der modernen bürgerlichen Gesellschaft und des Vernunftwesens werden eben abgelehnt. Damit werden in der antisemitischen Fantasie Juden zum Symbol für das Abstrakte als solches, was den höchst widersprüchlichen Gehalt antisemitischer Ressentiments begreifbar macht. Denn Juden wird die Abstraktheit und damit die Moderne insgesamt zum Vorwurf gemacht. Es greift ein Stück weit auf das zurück, was ich am Anfang sagte, der Antisemitismus ist die Wahrheit wie die Verneinung
der modernen Gesellschaft, in dieser Hinsicht eben die Verneinung der modernen Gesellschaft. Und dieser Vorwurf, den Juden Abstraktheit und Moderne als Vorwurf zu machen, umfasst eben genauso Sozialismus wie Liberalismus, Kapitalismus wie Aufklärung, Urbanität, Mobilität oder auch Intellektualität und damit zum Teil höchst widersprüchliche oder höchst unterschiedliche Phänomene, die scheinbar nicht in Einklang zu bringen sind, außer eben durch den gemeinsamen Nenner, dass hier die Moderne bzw. das Abstrakte zugrunde liegt. Einzig das Konkrete und im Politischen die völkische Weltanschauung werden nicht von der antisemitischen Fantasie erfasst, da sie den Gegenpol dieser Differenzierung zwischen allgemeiner und konkreter Denk- und Warenform und der daraus im antisemitischen Weltbild entstehenden Dichotomie von Weltgewandtheit auf der einen Seite und Bodenverbundenheit auf der anderen Seite bilden. Mit Moshe Postone ist davon auszugehen, dass die Wertform der bürgerlichen modernen Gesellschaft und die aus ihr resultierende Unterscheidung zwischen Gebrauchs- und Tauschwert auf der einen sowie eben die Fetischisierung von Waren auf der anderen Seite ursächlich sind für eine im Antisemitismus vollzogene Verknüpfung dieser ökonomischen Sphären mit einem konkretistischen Weltbild, in dem Abstraktes eben immer mit dem Judentum assoziiert wird und das Konkrete, also das, was man dann den Gebrauchswert nennen könnte oder auch die fetischisierte Ware, eben entsprechend nicht. Postone hat betont, dass bestimmte Aspekte der Ausrottung des europäischen Judentums so lange unerklärlich bleiben müssen, wie der Antisemitismus als bloßes Beispiel für Vorurteile, Fremdenhass oder Rassismus im Allgemeinen behandelt werde. Also so lange, wie der Glaube fortbesteht, dass Antisemitismus lediglich ein Beispiel für Sündenbockstrategien sei, deren Opfer auch Mitglieder irgendeiner anderen Gruppe hätten gewesen sein können. Denn das antisemitische Projektionsobjekt ist zwar willkürlich, aber wie schon mehrfach angedeutet, eben nicht zufällig gewählt. Neben der in der Shoah zum Ausdruck gekommenen erheblichen quantitativen Differenz des Antisemitismus zu Vorurteilen und Rassismus besteht die qualitative Unterscheidung mit Postone gesprochen zum rassistischen Vorurteil darin, dass im rassistischen Vorurteil dem anderen zugeschriebene potenzielle Macht, ja, ob sie nun materielle oder sexuelle Art ist, was ja im Rassismus eine große Rolle spielt, eben konkret artikuliert wird, in der Abstraktheit der Zuschreibung beim Antisemitismus entgegensteht, der als, wie Postone sagt, mysteriöse Unfassbarkeit, Abstraktheit und Allgemeinheit vorgestellt wird. Da diese Macht im Antisemitismus aber keinen identifizierbaren Träger hat, denken Sie auch hier wieder an die Fantasien und Vorstellungen einer jüdischen Weltverschwörung, die sich ja letzten Endes nicht an irgendwelchen konkreten Institutionen oder Personen so dingfest machen lassen würde. Also da diese Macht keinen identifizierbaren Träger hat, wird sie zugleich als wurzellos, ungeheuer groß und auch unkontrollierbar, vor allem aber eben als hinter der Erscheinung stehen und somit konspirativ unfassbar empfunden, eben in einem Wort als abstrakt. Der nationalsozialistische Antisemitismus hat dabei versucht, dieses Abstraktum in der antisemitischen Vernichtung wiederum zu personifizieren, wobei die Shoah keine funktionelle Bedeutung gehabt hat, die Ausrottung der Jüdinnen und Juden kein Mittel zu einem anderen Zweck, als eben genau das der Vernichtung gewesen ist. In Verbindung gebracht mit dem im späten 19. Jahrhundert aufkommenden Rassetheorien verknüpfte sich so eine Vorstellung von Natürlichkeit und Verwurzelung, von organischer Lebensweise mit der Waren produzierenden bürgerlichen Gesellschaft, wobei diese Denkformen selbst Ausdruck jenes Fetisches sind, den Postone beschrieben hat, der die Vorstellung erzeugt, das Konkrete sei natürlich und dabei das gesellschaftlich Natürliche zunehmend so darstellt, dass es biologisch erscheint. Also das in dieser Vorstellung, was konkret ist, erscheint zunächst mal als natürlich und wird dann in Verbindung mit den Rassentheorien auch biologisiert. Und das ist genau das Phänomen, das dann auch jede Diskutierbarkeit entrückt, weil diskutieren Sie mal mit einem Biologen oder einer Biologin über die Frage, inwiefern die Grundlagen der eigenen Wissenschaft eigentlich völlig verhandelbar sind. Das werden die an vielen Punkten zunächst mal abstreiten. Es liegt eben, so ist die Annahme in der Biologie und insofern ist es nicht änderbar oder verhandelbar aus dieser Weltsicht heraus. Abstraktes und Konkretes werden nicht in ihrer Einheit als eben Teile, als miteinander zusammenhängende Teile verstanden, für die gilt, dass die wirkliche Überwindung des Abstrakten der Wert ist, den die geschichtlich praktische Aufhebung des Gegensatzes
selbst sowie jeder seiner Seiten einschließt. Auf diese Weise mutiert dann der Gegensatz von stofflich Konkretem und Abstrakten zum rassistischen Gegensatz von Ariern und Juden, den Posthone, wie ich finde, sehr anschaulich folgendermaßen formuliert. Ich zitiere aus seinem Text Die Logik des Antisemitismus, erst veröffentlicht im Jahr 1982. Da heißt es: Der moderne Antisemitismus ist also eine besonders gefährliche Form des Fetisches. Seine Macht und Gefahr liegt darin, dass er eine umfassende Weltanschauung liefert, die verschiedene Arten antikapitalistischer Unzufriedenheit scheinbar erklärt und ihnen politisch Ausdruck verleiht. Er lässt den Kapitalismus aber dahingehend bestehen, als er nur die Personifizierung jener gesellschaftlichen Form angreift. Ein so verstandener Antisemitismus ermöglicht es, ein wesentliches Moment des Narzissmus als verkürzten Antikapitalismus zu verstehen. Für ihn ist der Hass auf das Abstrakte charakteristisch. Seine Hypostasierung des existierenden Konkreten mündet in einer einmütigen, grausamen, aber nicht notwendig hasserfüllten Mission der Erlösung der Welt von der Quellen allen Übels in Gestalt der Juden. Zitat Ende von Moshe Postone. Bei dem antisemitischen Wahn hat es sich historisch bekanntermaßen nicht um ein individuelles, sondern ein überindividuelles Phänomen gehandelt, bei dem es nicht um einzelne Paranoiker, verrückte Wahnsinnige gegangen ist, sondern genau darum, dass die gesamte Gesellschaft diesen Wahn des Antisemitismus sich verklärt hat zur Wirklichkeit und somit historisch betrachtet das Phantasma der gesellschaftlichen Normalität durch den antisemitischen Wahn strukturiert wurde. Genau das, was ich theoretisch versucht habe, mit Horkheim und Adorno zu fassen, also dass die antisemitische Wahnvorstellung versucht wurde, oder dass entlang der antisemitischen Wahnvorstellung versucht wurde, die Wirklichkeit einzurichten im Nationalsozialismus und im Versuch der und weitgehenden Umsetzung der Massenvernichtung der europäischen Jüdinnen und Juden. Die Antisemiten entstellen sich dabei ihren Wahn zur Wirklichkeit und versuchen, die Wirklichkeit ihrer eigenen Wahnvorstellung anzupassen. Der antisemitische Wahn steigerte sich dabei von einem nationalen Konzept der Integration hin zur Vernichtung der als nicht identisch vorgestellten Menschen mit dem konkreten Ziel der Herstellung von völkischer Homogenität und der Vernichtung der Möglichkeit von Nicht-Identität und Ambivalenz. Die vom Nationalsozialismus durchgesetzte antisemitische Wahnstruktur ist dabei die deutlichste Hervorkehrung der gesellschaftlichen Wirklichkeit antisemitischer Fantasien. Die Massenvernichtung der Jüdinnen und Juden, die Utopie des modernen Antisemitismus, die in der Shoah auf barbarische Weise Wirklichkeit wurde und deren Wiederholung in der Gegenwart vor allen Dingen vom islamischen Antisemitismus erstrebt wird. Die Antisemiten wollen vernichten, was sie begehren. Aggressiver Vernichtungswunsch und narzisstische Identifizierung gehören zusammen. Der fantasierte Neid schafft zugleich den omnipotenten Wahn. Wie stark Antisemitismus in einem gesellschaftlichen oder politischen Kontext verankert ist oder auch radikalisiert werden kann, hängt praktisch dabei davon ab, inwiefern sich diese politische oder die jeweilige politische Ordnung konkret innerhalb der Möglichkeiten der Moderne organisiert. Die entscheidende Kontextbedingung ist dabei die staatliche Organisierung und ihre Durchsetzung im souveränen Staat. Hannah Arendt hat in ihrer Studie Elemente und Ursprünge des Origins of Totalitarianism, Elemente und Ursprünge totaler Herrschaft, darauf aufmerksam gemacht, dass es sich beim Antisemitismus letztlich um eine antinationale Weltanschauung handelt, da der Nationalsozialismus den Nationalstaat gering geachtet und dem Nationalen das völkische Denken entgegengesetzt hat. Arendt versteht dabei völkische Ideologie und rassistisches Denken als dem Nationalismus entgegengesetzte und diesen untergrabende Faktoren, wobei ihr Nationalismusbegriff, das ist ganz offenkundig, implizit an einer republikanischen Nationsvorstellung orientiert ist. Diese theoretisch aus meiner Sicht einleuchtende Annahme, allerdings als Grundlage für die Hypothese zu nehmen, dass nicht völkisch ausgerichtete Staaten zugleich auch nicht antisemitisch wären, wäre verfehlt und würde auch Arendts Gedanken in ihr Gegenteil umkehren. Denn die realen Staaten der modernen bürgerlichen Gesellschaft entsprechen in keiner Weise einem Idealtyp, den man natürlich oder den Arendt auch bei ihrer Theoriebildung zugrunde gelegt hat, sondern sind ebenfalls durch eine Form von Dialektik des Nationalen gekennzeichnet. Und die Dialektik des modernen Staates besteht dabei in seinem Doppelcharakter. Auf der einen Seite historisch die
Partikulargewalten durch sein Monopol von Souveränität einzuhegen. Ja, denken Sie an die langen Jahrzehnte und Jahrhunderte währenden religiösen und weltlichen Kämpfe, also die Auseinandersetzung mit dem Klerus um die Frage, wer das Gewaltmonopol über ein Territorium ausübt und wer nicht. Also einerseits diese partikularen Gewalten von kleinen Fürstentümern, von kleinen religiösen Oberhäuptern durch ein Monopol von Souveränität einzugrenzen und damit auch ein als legitim anerkanntes Monopol physischer Gewaltsamkeit zu schaffen, wie Max Weber das genannt hat, und damit seine Bürgerinnen und Bürger öffentlich wie privat vor physischer Gewalt durch Dritte zu schützen, aber eben auf der anderen Seite zugleich erklärt hat, zugleich durch diese Proklamierung der Allgemeinheit erklärt hat, also andererseits damit aber zugleich die Proklamierung der Allgemeinheit zur Sicherung ökonomischer Partikularinteressen umzusetzen und dabei abstrakte politische Gleichheit zu schaffen durch das Gewaltmonopol, aber reale ökonomische Ungleichheit weiterhin zu manifestieren und auf diese Weise Gewaltverhältnisse strukturell werden zu lassen. Franz Leopold Neumann hat diese Dialektik in den Mittelpunkt seiner Analyse moderner Staatstheorie gerückt und betont, dass beide Komponenten, die dabei eine Rolle spielen, Souveränität auf der einen und Freiheit auf der anderen Seite, im Staatlichen eine Einheit bilden, also letztlich weder in die eine noch die andere Richtung auflösbar sind und somit, wie Sonja Buckel das gesagt hat, in einem unauflösbaren Widerspruch stehen. Denn der moderne Staat organisiert sich im Spannungsverhältnis, damit kann man Ahren aufgreifen, von ethnischer oder demokratischer Nationsvorstellung und zugleich in dem Spannungsverhältnis zwischen Souveränität und Freiheit, zwischen Macht und Gesetz. Zentral an dieser doppelten Ambivalenz des modernen Staates ist, dass dieser eben dann zugleich auch die Basis für Antisemitismus und völkisches Denken bietet, wie er auch Garant für ihre Verhinderung sein kann, eben je nachdem, in welcher Kombination diese vier Kategorien von Ethnos und Demos, von ethnischem und demokratischer Verfasstheit einer Nation sowie von Souveränität und Freiheit im Konkreten in Beziehung zueinander stehen. Das auch mal etwas konkreter gesagt, ein Staatswesen, das sich ausschließlich auf ethnisch-völkische Vorstellungen gründet und keinerlei Freiheit einräumt, sondern nur die bedingungslose Souveränität durchsetzt, würde man für gemeinhin nicht nur als Diktatur kennzeichnen, sondern eben auch als ein völkisches diktatorisches System, in dem die Basis für Antisemitismus unmittelbar gegeben ist, wohingegen, auch das natürlich idealtypisch angenommen, ein Staat, der ethnische Kriterien überhaupt nicht zur Grundlage seiner Nationsdefinition machen würde, sondern ausschließlich die demokratische Frage, ob man dazugehören will oder nicht. Und dabei die Freiheit des Individuums, die Freiheit von Zwang in den Mittelpunkt rückt, wäre natürlich eine idealtypische politische Ordnung, die in erheblichem Maße auch Garant für die Verhinderung von Antisemitismus sein könnte. Die Schwierigkeit besteht darin, dass natürlich diese Idealtypen so in der Wirklichkeit nicht anzutreffen sind und nicht existieren. Der Nationalsozialismus, der eben auf den Prinzipien des Ethnos, der ethnischen Nation und der völkischen Souveränität aufgebaut hat, hat den modernen Staat in seiner Ambivalenz, eben dieser Widersprüchlichkeit, die jeden Staat kennzeichnet, zu vernichten versucht. Das Ziel war die Errichtung eines, wie in Erweiterung von Franz Neumann gesagt werden kann, antisemitischen Unstaates, in dem jede Form von Ambivalenz und Nichtidentität zerstört und damit die utopische Fantasie der völkischen Homogenität durch antisemitische Vernichtung umgesetzt sein sollte. Es liegt dabei gleichermaßen theoretisch wie auch historisch auf der Hand, dass die antisemitische Vernichtungslogik, die antisemitische Vernichtungspolitik innerhalb dieser Logik nicht beendbar war oder auch ist, sondern in dieser Logik immer wieder aufs Neue forscht, antisemitische Angriffsobjekte zur ideologischen Aufrechterhaltung eben dieses Reinheitswahns produziert werden müssen. Die erstrebte einseitige Aufhebung der modernen Ambivalenz muss scheitern, sodass in die antisemitische Weltanschauung eine wahnhafte Struktur permanenter Wiederholung eingeschrieben ist. Insofern gilt aus meiner Sicht auch Sartres Formulierung, nach der der Antisemitismus letztlich die Furcht vor dem Menschsein ist, in ihrer nackten Brutalität, da erst die Vernichtung des letzten Menschen die Umsetzung dieses omnipotenten Reinheitswunsches ermöglicht hätte. Die bewusste oder unbewusste Entscheidung, Antisemit oder Antisemitin zu sein,
ist also eine Entscheidung für eine ganz spezifische Haltung zur modernen Gesellschaft. Sie ist dabei zugleich eine die ganze Person erfassende Totalität, wie in Anlehnung an Sartre und Horkheimer und Adorno gesagt werden kann. Diese Totalität ist eine Kombination aus Weltanschauung und Leidenschaft, in deren Mittelpunkt die Idee vom Juden steht. Zwischen Weltanschauung und Leidenschaft, also zwischen Kognition und Emotion, besteht ganz individuell bei jeder einzelnen Person ein individualisiertes Mischungsverhältnis, bei dem Subjekt und auch situationsabhängig mal mehr die emotionale, mal mehr die kognitive Seite überwiegt und es sich insofern um ein dynamisches Verhältnis von Weltanschauung und Leidenschaft im Antisemitismus handelt. Sieht man zum Beispiel daran, dass ja antisemitische Argumente oder antisemitische Positionen genauso mit einer hohen Form von emotional aggressiver Erregung vorgebracht werden können, wie auch mit relativ sachlichem Ton. Und das ist auch immer abhängig von der jeweiligen oder eben abhängig von der jeweiligen Person und auch dem jeweiligen politischen oder historischen Kontext. Die Ursache für die antisemitische Begeisterung ist Sartre folgend in einer Sehnsucht nach Abgeschlossenheit und einer Angst vor Veränderung zu sehen, wobei diese Angst mit einer Angst vor sich selbst wie vor der Wahrheit korrespondiert. Der Antisemit strebt nach Stillstand und will sich lediglich auf als natürlich oder essentialistisch unterstellte Gegebenheiten verlassen, die als angeboren begriffen werden, und verneint damit zugleich das Erworbene und das Soziale. Damit könnte man natürlich auch sagen, das Veränderbare, das Revidierbare, das Streitbare, überhaupt die soziale Auseinandersetzung. Letztlich geht es im Antisemitismus um den kognitiv wie emotional geäußerten Wunsch nach Unfreiheit und Identität, verbunden mit der Angst vor Freiheit und Ambivalenz. Durch die Abtrennung der Juden aus diesem homogen fantasierten Kollektiv, ihre sowohl politisch-gesellschaftlich wie auch symbolisch vollzogene Isolierung, soll die Sehnsucht nach Vollkommenheit aufrechterhalten werden, wobei eben diese narzisstische Homogenitätsvorstellung für Antisemitinnen und Antisemiten einen Wert an sich darstellt.